Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, letztes Mal habe ich glaube damit aufgehört anzudrohen, dass wir nach Customs gehen. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir brauchen unbedingt die zwei Schrotflinten, diese 133er, sonst geht's einfach nicht gescheit weiter. Und ich will meinen Jäger zurückhaben, also den Händler, den man dann irgendwann mal freischaltet. So, ich hoffe wirklich, dass wir zumindest eine heilen mit rauskriegen. Sonst muss ich eventuell doch eine Scav-Runde machen. So, Full Auto ist klar. Brücke ist hier. Da wollen wir gleich rüber. Geschicktester Weg über Ruhrhof und dann wahrscheinlich von einem Boss bei Skeleton abgeknallt werden. Oder bei Fortress. Boah, wieso leckt das denn gerade so? Tarkov, komm mal klar auf deine Performance. Mehr Grafikkarte kann ich dir nicht geben. So, das sieht noch gut aus. Wir ziehen jetzt gleich nach rechts. Was ist denn hier unten kurz doch? Mensch, ich passe echt nicht auf meine Ausdauer auf. So. Vor uns sehe ich nichts. Kann ja auch sein, dass sie da runterkommen. Oder da? War da einer? Boah. Das Spiel macht echt paranoid. Aber gut paranoid. Nicht schlecht paranoid. Ja, vielleicht auch schlecht paranoid. Und da sehe ich aktuell keinen. Ausdauer ist fein. Und schau mal in den Stash hinein. Hier ist keiner. Nicht gespawnt. Diese Runde. Da war ich im falschen Busch. Vielleicht ist das der richtige Busch. Bin ich auch noch dämlich. Hier ist aber auch kein Stash gespawnt. Oh, Schritte links. Kann man es noch mehr verkacken? Die Antwort wäre beinahe ja gewesen. So, nachladen. Hier ist eine Dische. Mal kurz versuchen. Und scheiße, eine Batterie. Was soll ich damit? So. Kollegen, fass mal einmal an. Hat leider keine Schrotflinte. Na, durchsuchen wir ihn gleich. Apfelsaft. Schlüssel? Nehme ich. Schlüssel nehme ich immer gerne an. Hat er geladen? HP. Kann er behalten. Das sieht aus wie ein Armor Repair Kit. Das ist 300.000 wert. Nix wie raus hier. Boah, ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Was mache ich denn jetzt? Ich bin 29 und ich brauche das Geld. Das wird unten eh nicht rein dürfen. Da bin ich mir fast sicher. Ich glaube, wir schmeißen den Apfelsaft weg. Unknown Key. Der spawnt hier immer. Der ist leider nicht selten. M-Parts brauche ich anscheinend für irgendwas. Boah, Apfelsaft trinke ich aus. Na, dadurch werde ich nicht schneller gehen können. Und einfach... weil wir den Helm wegwerfen. Ich schütze ja nur meinen Kopf, das ist ja egal. Ja. Und jetzt müssen wir zu Old Guess am besten. Vielleicht haben die auf. Vielleicht nicht, wir werden es erfahren. Vielleicht sterben wir ja auf dem Weg dahin. Weil wir keinen Helm auf haben. Ungewöhnlich, da sind normalerweise keine Scavs. Wo? Oben? Ist doch kein Sniper da. Da! Bin ich so blind? Die Antwort ist ja. Bin nicht überrascht. Ich höre noch was. Ja,
Dafür baller ich wieder die Munition. Naja, ist ja zum Glück nur Billigmunition. Also ich habe die Hunde gehört und trotzdem noch Schritte. Vielleicht bringt uns gleich einer um. Dann muss ich nicht so elendig nachklicken. Ich glaube, das waren zwei PMCs. Weil das wäre wirklich ungewöhnlich für Scavs. Aber vielleicht haben sie auch die Spawns angepasst. Da ist einer. Jetzt ist da keiner mehr. Okay, das war der dritte PMC. Und jetzt kommen wahrscheinlich die Scavs und jagen mich wieder. Dann lieber keine Zeit verlieren und einfach looten. Aber wir können eh nichts mehr aufnehmen. Ach, der war nicht tot? Doch, da ist er tot. Der ist... Hab ich ihn? Bin mir nicht sicher. Oder sind das die Bossguards? Kann eigentlich nicht sein. Looten kann ich die auch nicht wirklich, weil... Was will ich denn looten? So. Hab keinen Platz mehr. Ungewöhnlich, würde ich sagen. Ungewöhnlich. Ich sehe nicht so rosig, was die Schrotflinten angeht. Dann gehen wir halt mal als Gev auf Customs. Tja, und das war's gleich mit Health-Items. Die Arme würde ich jetzt mal Arme sein lassen. Wir können halt keine Granate dann mehr werfen, aber ist halt so. So. Der kriegt nochmal Schuss. Jetzt regnet es eh, ich höre keine Schritte mehr. Seh nix. Seh nix, hör nix, weiß nix. Also das sind keine PMCs. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Bosswachen sind, ist nicht null. Für einen Boss? Kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ein normales Gift. Ich bin verwirrt. Wir gehen jetzt raus. Heilen uns wieder hoch. Lecken die Wunden. Und was sonst noch zu lecken ist. So. Das Teil ist halt 360.000 wert. Gut, dafür habe ich einen Helm für 30.000 geopfert. So oder so ist es eine Verlustrechnung, einfach weil mein PMC gerade nicht viel tragen kann. Beziehungsweise der ist auch super ausgerüstet. War da gerade einer? Irgendwie einen Fußabdruck gesehen. Okay. Dann warten wir, bis die Ausdauer wieder oben ist und dann wären wir gleich von Fortress abgeknallt. So wie sie es gehört. Wieso regnet es auf meine Waffe? Ich bin doch geschützt. Bitte nicht, ich will leben. Ich will leben. Gut, hier können wir normal laufen. Ich glaube, das Schlimmste haben wir geschafft. Haben nur ein Problem, wenn Old Guess jetzt nicht an ist. Wenn das kein Exit ist. Da müssen wir dann ein bisschen weiterlaufen. So. Nochmal regenerieren. Dann können wir zumindest über die Gleise rennen. Lass mich gern überraschen hier mit Old Guess, ob es auf ist oder nicht. Ich hoffe einfach mal.
noch sehe ich keinen grünen Rauch von der Tankstelle. Kann ja alles noch werden. So, leicht schielen nach links oben auf die weißen Türme, ob da ein Sniper drauf sitzt. Aktuell sehe ich keinen. Ah, doch. Ich glaube, der ist hinter dem Rohr. Ja, der schaut in die andere Richtung. Und ich glaube, wir haben Pech. Ja, zum Glück sind wir nicht da, wo geballert wird. Bitte schau nicht in meine Richtung. Ich habe keine Ausdauer. Schon grüner Rauch. Fuck. Kein grüner Rauch. Regeneriere ich nochmal. Mitten im Busch. So, dann hoffen wir, dass ZB 1012 auf ist. Das ist gleich, ja, in unmittelbarer Entfernung. Ansonsten müssen wir zum 13er gehen. Und das ist noch ein bisschen entfernter. Komm schon. Ist offen. Ein Glück, es ist offen. Da sind teilweise welche auf der Treppe, die campen. Heute nicht. Heute nicht. Mensch, man muss auch mal Dusel haben. Die MDR hält ganz schön lange bis jetzt. Das sieht gut aus. Ordentlich Gas kalt gemacht. Das waren wirklich nur normale Gas. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem da habe ich noch nie welche gesehen. Ah, ist ja ein neuer Vibe. Neuer Vibe, neue Regeln. Vielleicht waren es auch simulierte Spieler-Bot-Gas. So, Ammo Repair Kit ist zwar wertvoll für uns, um irgendwas wirklich zu reparieren, aber ich glaube, wir können es auch einfach verkaufen. Aktuell. Also Ammo, sorry. Ich vernuschel das immer. Ich glaube, ich habe gerade die ganze Zeit Ammo gesagt. Ammo natürlich. Ihr würdet es verkaufen. So, Unload, du kriegst ein neues. Ah, sieht wieder nicht so gut aus. Was hier die Monetiere, die Munitionsding angeht. So, Filter bei Item. Dich kaufe ich nochmal 120 Mal. Bis jetzt? Uhuhu, nee. Nicht 1200 Mal. Das wäre zu viel des Guten. Und wieder auffüllen. Aber was soll ich mit den scheiß Afax noch? Die sind komplett ausgenudelt. Damit kann man jetzt nicht wirklich mehr was machen. Splint ist in Ordnung. Saliva sollte ich halt abgeben an Therapist. Da braucht man aber eh eins mehr. Grizzly ist auch scheiße. Echt, ich habe keine Afax mehr. Ah doch, eins noch. Eins noch. Das muss aber dann reichen. So, Hunger und Durst. Tushonka und dann haben wir nur noch Durst. Erstmal Rackman einmal verkaufen. Also Mechanic nimmt wahrscheinlich das Body Armor Repair Kit. 363.000. Die Firma dankt. Etwas zu trinken für mich. Therapist für 12.000. Mensch, ist das teuer. Teures Wasser. So. Aber wir sind wieder gerüstet. Hab ich irgendwie noch Stimulanz für die Ausdauer? Ich schätze wahrscheinlich nicht. Ich sehe lauter Morphium. Das hilft nichts, was die Ausdauer angeht. Helm habe ich verloren. Der war auch nicht versichert. Der ist auf Nimmerwiedersehen. Na gut, probieren wir es einfach nochmal mit Customs. So, Schrotflinten. Und Bolzen und oder. Wenigstens eine Sache davon will ich mit rauskriegen.
So. Oh gut, das geht hier direkt schon los mit der Rumgeballerei. Da ist Big Red. Da gibt es eigentlich auch öfter schöne Scaffs. Eventuell mit Schrotflinte. Da mal rein. Oh, es liegt wieder. Ja, das Türschließen war auch schon mal besser bei mir. Kann halt sein, dass sie noch nicht gespawnt sind. Dann können wir nach rechts gehen. Also irgendwo ein Loch in der Mauer. Zu den Garagen. Das ist auch ein sehr beliebter Scaff-Ort. Das Spiel hat gerade angefangen. Es kann immer sein, dass das ein bisschen dauert, bis die ersten reinjoinen. Noch sehe ich nichts. Dann können wir gleich mal hier die arme Leiche looten. Und hier ins Regal schauen. Elektronische Komponenten. Eine Leiche. Der hat öfter gute Munition in sich drin. Vitamine. Oh, vielleicht die Piranha. Kenne ich nicht. Klingt gefährlich. Vertrau keinem Piranha. Ja, ich kann auch direkt nach rechts gehen. Und noch höre ich kein Rumgestapfe von den lauten Scaffs hier. Na. Hier in der ersten Garage ist ein ganz beliebter Tetris-Spawn. Irgendwie hier auf dem Regal. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ansonsten haben wir, glaube ich, eine lohnende Garage noch vor uns. Nicht die. Haben wir die. Jacke. Manchmal ist hier hinten, glaube ich, auch noch eine Waffenkiste. Und Kofferraum. Obwohl, im Kofferraum habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas Wertvolles gefunden. Ja, nehme ich. Der sieht wertvoller aus. So, leider keine Scaffs bis jetzt. Dann gehen wir einfach mal weiter. Richtung Ruhr Roadblock wird es bestimmt einiges geben. So, irgendwo war hier. Genau, hier war auch ein Durchbruch. Schauen wir nochmal hier Richtung Big Red. Vielleicht haben sich ein paar Scaffs erbarmt und sind da jetzt gespawnt. Nö. Also zumindest draußen noch nicht. Hallo, ist hier jemand drin? Keine Antwort. Ich nehme das mal als gutes Zeichen. Kann man direkt da hinten schauen. Gibt hier aber auch nur zwei wertvolle Spots. Einmal hier auf der fiesen Matte, zumindest Natrium. Und teilweise spawnt hier eine Tasche. Heute nicht. Hat wohl einen schlechten Tag. Und da findet man auch öfter ganz cooles Zeug drin. Und für da oben braucht man einen Schlüssel. Director's Key oder so, den habe ich garantiert noch nicht. Das wäre mir aufgefallen, ist jetzt nicht irre selten, aber hat, glaube ich, nur noch 5 Benutzungen. Also schon haben sie ihn ein bisschen seltener gemacht, bisschen teurer. So, hier können wir auf jeden Fall mal links reinschauen. Auch gut für USB-Sticks. Hoffentlich finden wir einen. Den müssen wir dann aber auch nur noch rausbringen. So. Dorm, ja, nicht so wertvoll. Nehme ich trotzdem. Und Bedroom. Der sieht wertvoller aus, vor allem weil er nur 10 Benutzungen hat. Boah. Die Krähen im Hintergrund haben mich wieder die Batterie sowas vom Zusammenzucken gebracht. Okay, die brauchen wir definitiv. Die müssen nicht mal im Raid gefunden sein. Braucht man nur ein zweites Paar noch. Was ist denn das? Achso, ein. Nee, kenne ich noch nicht. Forklift Key, okay. Nicht schlecht. Hammer gesichert.
Und Schrauben. Weiter geht's. Immer noch kein Skill. Glaub, dann haben wir ganz gute Chancen bei Ruaf. Irgendwo müssen die ja sich verstecken. Hätte ich ein Visier, könnte man das auch intelligenter angehen. Mal schauen, was man da oben sieht, aber dafür bin ich zu blind. Also bis jetzt sehe ich nichts. Ob das gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Ich habe lieber den Feind, den man kennt, als den, den man nicht kennt und nicht sieht. Ah, wir sind auf der Hut. Touchen noch die zwei Stashes hier an, sofern sie denn gespawnt sind. Und dann gehen wir ein bisschen auf Scaff-Jagd. Das macht man dann wahrscheinlich genauso wie gerade eben. Richtung Fortress und dann Old Guess. Normalerweise wimmelt es da auch von Scaffs. Kein Stash. Sicher, dass er... Bin ich einfach nur falsch? Glaube ich, war falsch. Das hier ist der. Da ist aber auch nichts drin. Hier ist aber. Der zweite ist zumindest da. Ein Quickend und eine Pistole brauche ich nicht. Kann da bleiben. Schon wieder dieses Ladeding. Vielleicht haben wir jetzt Glück und ein PMC will extracten. Ein PMC-Bot. Ja. Die Übersicht ist gerade noch nicht so toll. Bin viel zu schreckhaft. Gibt der nochmal ein Armor-Kit? Nee. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Vor allem zu schwer, um es zu tragen. Aber da liegt ein Waffen-Repair-Kit. Auch wertvoll. Glaub nicht so wertvoll wie das andere, aber... Sniper. Toter Sniper. So, wir gehen jetzt doch mal eher hinten rum. Dann kann man die Scaffs eventuell einzeln wegholen und tatsächlich mal durchsuchen. Ich will immer noch die Schrotflinte. Nur nicht umschießen lassen. Oh je, oh je. Nur nicht umschießen lassen. Ich plündere auch Leichen, wenn es sein muss. Na gut, was anderes kann man auch nicht plündern. Aber ich meine Leichen, die jemand anderes umgeschossen hat. Weil es noch keine Leichen waren. Ja, wisst, was ich meine. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Auch keine Scaffs hier. Merkwürdig. Wo sind denn die Freundchen? Irgendwas. Eher links, aber Irren ist menschlich und ich irre mich ziemlich oft. Also bin ich ziemlich menschlich. Wie gesagt, Tarkov-Paranoia. Wenn man das Spiel spielt, braucht man keine Feinde mehr. So, Fortress merke ich nichts. Höre ich nichts. Sehe ich nichts. So, dann nehmen wir mal die Kriechroute hier unten. Ganz am Ende, nicht ganz am Ende, ist aber auch ein Stash. Und die Gelegenheit kann man öfter nutzen, um einfach zu hören. Was in dem Spiel sehr wertvoll ist. Vor allem, wenn man wie ich wenig sieht. Das Hören umso wertvoller. Irgendwann haben sie einen Sound gefixt und seitdem ist die Orientierung, was das angeht, einigermaßen... aussagekräftig. Also der Stash wäre irgendwo hier gewesen, ist auch nicht gespawnt. Oder ist er noch weiter hinten? Bin eigentlich... Nö. Ich würde einfach sagen, also er ist irgendwo rechts an so einem Pfeiler, ist jetzt aber definitiv nicht da. So, Fortress könnten wir hoch. Risiko, dass er ein Boss ist, ist glaube ich gerade gering. Sonst wäre man schon tot. Ach, stell dich doch nicht so an. Normalerweise kann man hier perfekt rüberkriechen. Gibt gerade Kriechprobleme, so wie es aussieht.
Da bin ich einfach nicht weit genug gegangen. Doch, ich. Das ist ja hier meine Schleichroute. Die kenne ich doch. So. Und jetzt zu Old Guess. In der Hoffnung, dass dort wenigstens ein paar Skeffs sind, die schöne Schrotflinten haben. Und die nicht einsetzen. Okay, das war nur ein Graffiti. Was einen alles erschreckt. So. Ein beherzter Sprung hier rüber. Geht, wenn man noch nicht zu fett ist und noch nicht zu viel Loot dabei hat. Und jetzt. Das ist keine. Ich glaube, das ist die andere. Nee, das ist eine Seiger. Nö. 133. Eine Hammer. Eben nehme ich auch. Also eine von zwei Hammer. Schauen wir mal, ob hier Unruhestifter sind. Nee. Überhaupt keine. Bisschen merkwürdig. Oh, oh. Dass das so viel ausmacht. Ach, ich bin viel zu schwer wahrscheinlich. Ja, hilft aber nicht. Ich habe zwei Brüche, das heißt, ich muss noch zwei Splints anlegen. Zwei Aluschienen. So ein Kack. Also, wenn man 50 Kilo wiegt, 40 Kilo, keine leichte Anhöhe runterspringen. Zumindest wenn man das als Zusatzgewicht dabei hat. Immer noch ein Bruch. Nö. Ich glaube, das ist ein Bär. Nee, war ein Skeff. Vielleicht unser Glückstag? Nö, Adder. Kein Glück. Die müssen wir aber trotzdem mitnehmen. Nee, das ist SKS, glaube ich. Weiß nicht, ob da hinten einer rumsteht. Wir sollten auf. Seit wann ist die Tür auf? Die war doch gerade noch zu. Da ist eine Autobatterie, die hätte ich natürlich gern. Was haben wir hier? Survival-Leiter. Nochmal ein Survival. Irgendein altes Magazin. Razer. Ich glaube, das waren die Kopfhörer. Müssen wir mal kurz aussortieren. Razer mag ich nicht. Car Battery mag ich, aber guck mal, wie schwer wir sind. Vielleicht schaffen wir es zu ZB1012. Das ist gleich in der Nähe. Wenn dort das Licht an ist, hat er auf. Ansonsten wird es hier ein bisschen schwieriger zurückzukommen. Nicht so schwierig, aber dürfen nicht abgeknallt werden. Gut, das ist irgendwie die Grundvoraussetzung bei dem Spiel. Da oben ist einer. Waffenstörung. Was war's? Alt L, Shift L. Shift T. Okay, sieht gut aus. Munition. Ich block noch. Jetzt ist er tot. Er hat sich Zeit gelassen. So, da hinten ist schon ZB1012. Und eventuell hat es offen. Das wäre natürlich ein Glück für mich. Ansonsten müssen wir da ganz hinten hin. Und aus. Aus, aus. Na egal. Dann nehmen wir halt die szenische Route.
ist jetzt auch nicht so weit weg, aber schon ungeschickt. Vor allem, wenn man so oft dann in Büschen campen muss, um hier die Ausdauer irgendwie erträglich zu machen. Haben dadurch aber die Chance, noch eine zweite MP133 zu kriegen. 60 Kilo. Habt ihr kaum was geladen. Ja, die Magazine sind gut, das ist questrelevant. Sieht schon nicht so schlecht aus. Ja, Rennen ist halt so eine Sache. Rennen ist so eine Sache. So, der ist tot. Gerade so. Und ich glaube, jetzt wird es mit der Munition wieder ein bisschen spannend. Ich habe nämlich nicht nachgeklickt. So, wir müssen ein bisschen aufladen. Bisschen aufladen, bisschen aufladen. Wir müssen nämlich um die Ecke rennen. Es sei denn, wir wollen umgeschossen werden. Dann können wir auch langsam gehen. Mal schauen, hat der eine MP? Ja, das habe ich gemeint. Alter. Was für ein Arsch. Hoffentlich reicht das AFAK noch. Komm schon. Alter Schwede. Ich werde beschossen. Habe ich Schmerzmittel? Scheiße, keine. Ich habe Propitol. Propital. Buckshot-Hammer. So, CMS habe ich keins mitgenommen. Warum auch? Zum Glück habe ich Propital dabei. So, der Ausgang ist gleich da hinten. Ich glaube, wir schaffen's. Sei denn, wir werden noch irgendwie angehaucht. Angehaucht von irgendeinem Gegner. So. Wenn dem Propital mal helfen. Muss eh Ausdauer regenerieren. Dann geht's besser. Oh, mach doch zuerst das Bein. Ja, ich weiß, das ist teilweise sehr schmerzhaft. So. Aber wir haben es gleich geschafft. Gleich geschafft. Da ist es. Da müssen wir runter. Boah, hat der mich noch zerlegt? Oder die drei, die zwei? Ich wollte es. Ich fürchte, das Propital hat meinen Kopf, der schon abgeschossen war, also schwarz geschossen, noch einen Punkt abgezogen. Fuck. Wie gewonnen, so zerronnen. Und das 10 Meter vorm Exit. Ah, 15 Sekunden länger hätten wir leben müssen. Dann hätte alles wunderbar geklappt. Na gut. Dann muss ich mal überlegen. Ich glaube dann, wir müssen trotzdem irgendwie auf Customs oder wir gehen auf Streets of Tarkov mit einer SVS. Das klingt doch gut. Die Mosin ist zwar auch nicht schlecht, aber... Die heben uns auf. Ach, was soll's.
Wir nehmen die Schrotflinte hier. Kaufen dafür schön Munition. Link Search, die könnten wir ja kaufen wie blöd. Die ist relativ billig, dafür relativ gut. 200 Stück. Ja, ist wieder alles voller Schrotflintenmunition. So, und damit würde ich bei Zeiten, oder würde ich jetzt als nächstes auf Ding gehen. Streets of Tarkov, müssen da eh überleben. Scheiße, jetzt ist das Danex nicht found in Raid, aber ist ja eh ein Schlüssel, der mir helfen soll. Na gut. Ups, dann braucht man Kopfhörer, haben wir noch. Extra gekauft, Packer, was soll's. Bam, geht eh nicht. Ding geht. Und den Rest würde ich tatsächlich sagen, den erschießen wir uns einfach auf Streets of Tarkov. CMS sollte man vielleicht mitnehmen, falls wir noch eins haben. Nö. Nö, nö. Na gut, dann nehme ich zwei Car-Kits mit. Ein IFAG und ein bisschen Käse. Ist das ein Käse? Scheiße, so knapp vorm Ausgang. Und wir haben keine Energie mehr, das heißt, Max Energy trinken. Das ist zumindest für die Hydrierung ganz angenehm. Können Zucker fressen, können aber auch Müsli fressen. So. Ich würde jetzt aber wahrscheinlich eh mal einen Break machen, also die Episode geht weiter, aber im Real Life sind dann mehrere Minuten bis Stunden vergangen. Und dann gehen wir in Streets of Tarkov. Dann ist es hier eventuell auch schon besser. Ansonsten holen wir noch was. Ja, ihr kriegt es ja dann eh nicht mit, wie ich jetzt weg bin, sondern gleich den Schnitt. So, Wasser sieht gut aus, Essen auch. Ich habe mich umentschieden. Wir nehmen auf jeden Fall, ja, Käse können wir von mir aus auch mitnehmen. Aber was wir brauchen, ist auch was, was starke Blutung stoppt. Hier, dann nehmen wir einfach das Kalok. Wollen wir eine Granate mitnehmen? Ach, was soll's. Was soll der Geiz? Hier, die kommt mit und dann können wir direkt starten. Streets of Tarkov. Ready. Das wird spannend. Ich habe das gerade im Offline-Modus, im Trainingsmodus probiert und ja, Map-Kenntnis ist annähernd nicht mehr vorhanden. Interessant. Streets of Tarkov wird anscheinend immer noch auf Servern gehostet. Und das ist zwar PvE-Modus, aber wir hatten Matchmaking drin. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Es geht ja schon direkt los. Oh, hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal. Hier gefällt es mir nicht. Ach, wir werden irgendwie klarkommen. Vielleicht. Was ist denn mit dem Jungen da los? So. Alter. Ballern die wieder um sich. Ist doch nur PvE. Wieso ist mein Environment so hostile? Wo Schrotflinten. Nicht die ich anhab. So, ich habe mich noch nicht ganz so orientiert. Ich brauche bei Streets of Tarkov immer einen Moment und vor allem die Hauptstraße. Ich glaube, die liegt aber in der anderen Richtung. Nur dann läuft es irgendwie. Was haben wir überhaupt für einen Eingang, Ausgang? Klimov Street und Curty Yard kenne ich. Die finde ich. Ah, shit. Da links war er gleich. Ah, hast du eine Schrotflinte? Halt mal nicht so viel aus, Kollege. Boah, was geht mit den Skeff schon wieder? Schrotflinte ignorieren, ich glaub's ja nicht. Nicht abhauen. Also ich weiß zumindest, wo ich bin. Er hat mir jetzt aber nicht sehr viel geholfen. Ach, die schöne Schrotflinte. Die schöne Schrotflinte. Die nichts getroffen hat. So. Alternativvorschlag. Ja, ja.
Hey, ich habe ihm immerhin 202 Schaden zum Körper und 318 in seine Rüstung verpasst. Und wir haben 11 XP. Besser als 10 XP. Was will man mehr? Wir nehmen jetzt eine SKS, beziehungsweise wir schauen kurz mal bei unserem lieblingsteuren Händler Fens nach, ob irgendwer eine nicht mehr geliebte Waffe weggeworfen hat. Ansonsten kaufe ich mir eine neue SKS und dann geht's auf Customs. Ich brauche diese Schrotflinten. Koste es, was es wolle an PMC-Leben. So, Kopfhörer ohne geht nicht. So, Fans, Fans, Fans. Irgendwas an Waffe da, was mir gefällt. Oh, die sieht nicht schlecht aus. Die auch nicht. Die MCX 300 Black. Guter Zustand, relativ gesehen. Scheiße. Das ist immer das Problem. Sobald man was sieht, muss man hier zuschlagen. Können die Teile mal kurz aufdecken. So. Dann nochmal kurz neu laden. Und gute Waffe, die reicht mir. So, die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, ist in Ordnung. 762 mal 39. Na, ob ich da Magazine für finde? So, wir nehmen einfach das da. Link Search. Weapon Parts, Magazin, Magazin, Magazin. Ja, toll. Nur 10 Schuss. Bringt wohl nichts. Ah, doch, hier oben haben wir für 2000 Limits sind 12. Dann nehme ich mal 3 mit. Und Ammo brauchen wir auch. Oh, die ist auch relativ teuer. Ja, geht noch. 35.000 ist doch ein Schnapper. So. Dann rein damit. Rein damit. Rein damit. So, ist das eigentlich ein Dreier-Magazin? Ne, ein Zweier. Braucht keine drei Slots. Das ist ja manchmal auch so. Ich habe meinen Kalog verloren. Ich bin traurig. Jetzt steckt man das nächste aber hier unten rein. Nicht, dass wir es nochmal verlieren. Und dann Billo-Rucksack. Und dann brauche ich nur noch was fürs hässliche Gesicht. Wunderbar, wir sind bereit, würde ich sagen. Und was machen wir? Customs. Da haben wir zumindest das Host mal selber. Ready. Ich bin nochmal umgekehrt aus gutem Grund. Wir haben keine Munition mitgenommen. So. 60 Schuss. Oh, was soll's? 30 kommen hier rein. Das muss reichen. So. Jetzt aber Customs. Und ab geht die Luzi. Hoffentlich. Na, ein Glück. Ich glaube, wir haben an alles gedacht. Dann müssen wir nur noch mit der Waffe was treffen. Keine Ahnung, ob die was taugt, vor allem in der Konfiguration. Visier ist gut. Full Auto ist gut. So, wir müssen Schrotflinten oder Bolzen mitbringen. Die Garagen interessieren mich meistens nicht so. Wir besuchen den toten Typ und die Jacke und dann gehen wir mal Richtung Ruaf. Oh, schon wieder einiges los. Das klingt ein bisschen nach Boss. Oder zumindest nach beefigen PMC. Schauen wir mal. Nudeln nehme ich. Was ist denn das? Nehme ich. Und Pistole nehme ich. Ich höre Schritte. Glaube ich. Vielleicht ja, aber. Was interessiert mich, was hinter mir ist? Oh, das Spiel läuft deutlich besser. Wegen Streets of Tarkov habe ich den DLSS-Modus auf Performance anstatt auf Quality gesetzt. Und das lohnt sich bei der Map hier auch extrem. Und Tarkov war irgendwie. Streets of Tarkov war irgendwie gangbar. Auf Quality hat es so gestottert. Haben sie echt nicht gut optimiert. Gut, ich spiele auch sonst auf den höchsten Settings auf 4K. Das ist immer eine Herausforderung. Hier ist ein Tischchen. Na, schauen wir mal. So, gleich da oben hin. Ich dachte, das brauche ich nicht mehr. Oh, nicht schon wieder Katzen. Aber was saufen können wir. Kann ich
hier nicht über die Tasche laufen. Ah, stell dich doch nicht so an. Stell dich doch nicht so an. So. Irgendwie liegt die anders da als sonst. Das irritiert mich. Noch eine Tasche. Die irritiert mich nicht. Boah, ich soll jetzt nehmen wir mal Zigaretten mit. Wir könnten auch in... Oh, wie heißt es denn? Da, wo es die Medizin gibt. Boah, ich habe tatsächlich den Namen gerade vergessen. Oh, die Waffe ist gut. Naja, das Schießen gefällt mir, das Treffen gefällt mir nicht. Zumindest den Collision haben wir erledigt. Schrotflinte? Ne. Also zumindest nicht die, die wir brauchen. Und auch keine Schrotflinte. Apfelsaft, yay. Nehmen wir mal mit. Was soll's. Helm. Was soll's, das ist ein Scheißhelm. Setze ich trotzdem auf. So. Gleich mal ein Rucksack-Upgrade. Na, muss man sich auch mal gönnen. Dann looten wir mal hier noch schön. Lassen die PMC sich selber ausschalten. Hoffentlich. Finden jetzt gleich drei USB-Sticks hier. Die brauche ich. Wichtiger als das K-Midi-Kit. Damit können wir die Workbench jetzt bauen. Das ist schön. HDD könnt ihr behalten. Apollo könnt ihr behalten. In die Jacken schauen wir natürlich rein. M-Parts, nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Nehmen wir trotzdem mal mit. Auch wenn es als wichtig markiert wird. Obel auf den Stapel damit. Was haben wir hier unten? Hering. In den Rucksack. Vielleicht bekommen wir heute ja noch Hunger. So, da ist nix. Vor uns ist vielleicht was. Aber dann eher bei Ruaf, also auf der anderen... auf der anderen Flussseite. Ja. Das ging mir zu schnell, da konnte ich leider nicht drüber sehen. Ein bisschen langsam. Sehen tue ich nicht viel. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. Ungestraft. An einem Stück. Ich hoffe, das Spiel sieht jetzt nicht so viel schlechter aus, weil ich den Performance-Mode anhabe. Sonst muss ich das halt nur für Lighthouse und... Das klingt echt nach Boss. Für Lighthouse und Streets of Tarkov anmachen. Boah, ja. Ruh dich aus, alter Mann. Ist hier nicht so, als ob wir hier in einer gefährlichen Zone wären. Interessant, dass wir den Stash heute noch nicht encountert haben, den ersten. Wenn sie ihn ja nicht rausgepatcht haben. Weapon Parts. Kopfhörer, Geigerzähler. Ein Geigerzähler nehmen wir mal mit. So. Dann nach oben, ohne erschossen zu werden. Ja. Auch hier ein bisschen Scav-Mangel. Benzinkanister, keiner zum Mitnehmen. Da liegt auch nichts Sinnvolles. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass der Boss da ist. Deswegen meiden wir Fortress jetzt. Weil gegen Bosse kann ich nicht viel ausrichten. Nicht mit meinem aktuellen Gear. Nicht mit meinem Skill. Wir
Wir schauen halt hier hinten, gehen zur Busstation, zur Tankstelle. Wenn der Boss bei der Tankstelle ist, haben wir halt ein Problem. Aber ein Problem nach dem anderen. So. Will doch nur Skeffs umschießen. Da oben ist ein Sniper. Dafür wäre ein Visier nützlich. Ach, wir wären schon Skeffs spätestens am Ende der Map, wenn wir Skeffs entdecken. Können sich ja nicht alle verstecken. Der Sniper macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ja, man sollte halt auch treffen. Da man ihn schon provoziert. Nachklicken. Warum nicht? Haben ja kurz Zeit, bis der von mir ablässt. Glaubt, das ist eher eine Nahkampfwaffe. Weil auf die Ferne treffe ich damit nicht. So. Busstation. Endurance nach oben. Genau das brauchen wir. Dann können wir länger rennen. So. Auch hier kein Skeff im Moment. Okay. Da geht's ab in Dorms. Das ist aber heute nicht unsere Aufgabe. Zumindest jetzt im Moment nicht. Hier ist eigentlich auch immer ein Stash in der Nähe. Hier runter, glaube ich. Nein, da runter. Da ist er ja. Boah. Der hinter mir schreit aber auf Englisch. Ganz leicht habe ich den gehört. Wir gehen zur Tankstelle. Ja. Oder auch nicht. Hier ist einer. Weiß nicht wo, auf welcher Seite, aber hier ist einer. Ist ja gut. Jetzt ist da hinten auch einer. Fuck ey. Oh, der hat die richtige. Nein, der hat die falsche. Dann versucht man ihn noch. Je öfter wir das machen, umso schneller geht's. Los, kommt. Sehe nicht. Ich höre ihn aber. Jetzt nicht mehr. Bandage. Emilia. Keine Ahnung. Wird uns ja nicht hierhin verfolgen. Boah, das waren Autoreifen. Ich dachte, das waren die Wachen vom Bus. So, das ist die neue Tankstelle. Auch ohne Skeffs, überraschenderweise. Zumindest hier. Ne, da sind welche. Glaube ich. Wir schauen gleich rein, wir schauen davor, ob hier außen alles sicher ist. Okay, ist sicher. Interessant. Dachte, ich hätte einen gehört. Das kann auch hinter mir gewesen sein. Da ist einer. Boah. Wusste ich doch, dass ich einen gehört habe. Ich habe links nochmal was gehört. AKS bringt mir nichts. Ah, nachladen wäre sinnvoll. Was ist denn AHF1? Ah, die brauchen wir. Glaubt, das sind gute Injektoren. Komisch, dass der die dabei hatte. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Wie viel Cash ist da drin? Nicht viel, nicht viel. Wir nehmen es trotzdem.
dankend an. Papier. Nein, die falsche Schrotflinte. Du Arsch. Dorn 214 haben wir, glaub ich, schon. Ah, wir nehmen trotzdem mal eine Schrotflinte noch mit. Wer weiß, wie viel Munition wir behalten. So. War das hier immer offen? Ich glaube, die Seite schon. Car-Kit. Ah, scheiß drauf. Das Car-Kit braucht man nicht. Whisky, wertvoll. Aquamari, sauf mal gleich weg. Eine Batch. Mittelwertvoll. Das Aquamari, nicht den Whisky saufen. So, das ist ganz gut für den Ernährungsskill. Und dann gehen wir mal weiter. Bin der Überzeugung, dass wir irgendwen mit richtiger Schrotflinte heute noch finden. Also im Team Raid, nicht heute generell. Nur ein bisschen aus dem Trubel hinter mir raushalten. Sonst kriege ich irgendwie wieder einen Headshot verpasst und dann war's das. So, vor uns auch ein beliebtes Geth-Gebiet. Keine da. Doch, da hinten war einer. War nicht hier direkt beim Outpost. Interessant. Oh, geht mich ja nichts an, was die hier machen. Wenn die hier auf Arbeitsverweigerung stehen, sollen sie das halt machen. Ich will damit aber nichts zu tun haben. Vielleicht auch besser, wenn die mir nicht gerade in den Rücken schießen. So, ich dachte, ich hätte einen zwischen den Teilen da gesehen. Kann aber auch nur Graffiti gewesen sein. Da ist einer. Okay, der hat definitiv keine Schrotflinte gehabt. Und er ist definitiv tot. Ja, wir haben noch genügend Schuss in der. Haben jetzt eh wahrscheinlich wieder welche angelockt. Dadurch, dass wir schießen. Können gleich hier drin schauen. Wer will erschossen werden? Ich nicht. Ah, gute Deckung. Ich liebe Deckung. Was haben wir hier? Eine Katze. Nägel. Auch sehr wertvoll. Mo braucht man nicht. Irgendeinen Griff. Was ist das? Uzi SW. Nö. Schauen wir mal kurz, wie viel noch hier reinpasst. Nichts mehr. Apfelsaft trinke ich dann aus. Können wir vielleicht noch eine Katze reinstecken irgendwo. Na, ob das klappt mit der Katze? Nee, die muss hier rein. Aber dafür müssen zwei Sachen raus. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So, jetzt kann man die Katze nehmen. Hab heute ein bisschen Katzenglück. Die Nägel. So. Ist irgendwas Wertvolles da? Hm. Na gut, ab nach oben. Für eine Grafikkarte habe ich immer Platz. Okay, da unten liegen zumindest ein paar Kabel. Nur kurz den Bereich hier sichern. Schön die Paranoia. So, da ist definitiv keiner drin. Dann können wir entspannt looten. Was liegt denn hier? Wieso liegen da so viel Quartz rum? Was ist da explodiert? So, können wir was Sinnvolles hier in Emilia? Uff, Nudeln. Geigerzähler. Schon sinnvoll. Car-Kit. Oh. Mag ich eigentlich nicht als Hilfe-Item. So, dann können wir nochmal Papier unterkriegen. Weiß nicht, warum wir das noch brauchen. Ich höre Schritte. Wieso höre ich immer Schritte? So, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Oh, die PC-Kabel brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Also nicht jetzt, in dem Moment. Generell sind die schon gut. HDD und SSD. War zwar teuer, aber rein damit. Glaub, können wir an Skia oder eher an Peacekeeper für einiges an Geld verkaufen. War nicht so schlicht. Das Kätzchen kann auch da oben hin. Oh, was soll's. Hot Rod schmeckt ja auch. Wodka. Ja, mit dem Wodka. Boah, war das gerade hell. So. Ich glaube, neben mir liegt sogar ein Holovisier. Zumindest ist das, glaube ich, ja, ist ein gutes Hybridvisier. Da lag eine Zange. Interessiert mich gerade nicht. Ich wollte Schrotflinten. Wieso habe ich noch keine Schrotflinten? Beziehungsweise ich habe eine falsche Schrotflinte. Der Kollege da oben macht mir ein bisschen Sorgen. Wasserfilter, Wasserfilter, Wasserfilter. Auf Wiedersehen, Car-Kit. Hallo, Wasserfilter. Ja. Das reicht eigentlich. So, bitte schießt nicht auf mich, bitte schießt nicht auf mich, bitte schießt nicht auf mich. Boah, stell dich doch nicht so an. Mal schon wieder schließen. So, dann sichern wir den Bereich auch noch kurz. Was ist das? HP-Munition. Aha. TCW-SP. Glaubt nichts Besonderes. Beides mal nicht. SP8 ist relativ gut. Am Handgelenk ist öfter mal eine Rolex und hier hinten liegt auch öfter Schmuck. Heute nicht. Heute nicht. Gehen wir zuerst in den Raum. Direkt ein Sniper. Ja, der schaut direkt hier hin. Na, jetzt doof. Ist das Mayonnaise? Ja. Ah, der Sniper macht mir gerade ein bisschen Sorgen, der da am Fenster steht. Bake easy. Hau mal erstmal Papier weg dafür. Wenn die Chance besteht, dass man das im Raid jetzt rausbekommt, dann macht man das lieber. Und Croutons. Braucht man irgendwann zwar auch. Schaut er auf mich? Ist er tot? Ich glaube, er ist nicht tot. So, nicht mehr unser Problem, obwohl doch das kann er ausschießen. PPSH. Was war denn das nochmal? Hier liegt auch ganz viel. Da ist so ein taktischer Laser. Schrägstrich Licht. Scheiß Sniper. Mosen. Irgendwas Mosen-mäßiges. Na gut. Müssen es ja nicht übertreiben. ZB-013, ganz in der Nähe. Noch ein Scav finden. Ist mir fast ein bisschen unsicher. Die Tür da auch zugemacht. Interessant. Theoretisch kann man auch hier hoch. Hier ist teilweise gutes Zeug drin. Auch da hinten. Wir sind halt schon relativ am Limit. Aber für gutes Zeug mache ich immer Platz. Handrail braucht man irgendwann. Fuck. Geigerzähler ist wichtig. Wie gesagt, irgendwann braucht man den für irgendwas. Zweites Car-Kit raus. Genauso sollte es jetzt nicht laufen. Ich werde immer abgelenkt vom besseren Loot. Deswegen. Jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir mal raus. Alter! Beinahe noch einen Headshot kassiert.
Der ging echt knapp vorbei. Boah, rausgeschafft. Wunderbär. Aber immer noch keine Schrotflinten rausgenommen. Und reicht das für Level 8? Nee. 933 EP fehlen noch. So, aber wir können auf jeden Fall jetzt irgendwas im Hideout ausbauen. Ich glaube, das sind genau die Bolzen, die mir noch gefehlt haben. Ja, die Workbench ist ready for construction. So, inspect. Endurance, Strength und Stress Resistance nach oben. Das ist wunderbar. Okay, Endurance. Decreases Sensation of Pain. Das ist doch angenehm. Und was macht der? Skill hilft nach oben. Aber das zieht Wasser. Okay. Beide sehr gute Stimulanzien. Wasserfilter da rein. Das da rein. Katze können wir von mir aus verkaufen. Und dann haben wir eigentlich nur noch hier Zeug. Nochmal Katze zum Verkaufen. Wie gesagt, das eine braucht man irgendwann. Whisky verkaufen. Katze verkaufen, M-Parts, hätte ich gleich einsortieren sollen. Irgendwann braucht man die, noch eine Katze. So, Visier behalte ich, das ist relativ gut. Und wenn wir dann mal die Shooting Range haben und die Workbench, dann lohnt sich das auch. Das behalte ich auch, die Mario ist mir im Moment noch egal. So, also dann einmal zu Therapist und verkaufen, was wir verkaufen können. So, Mechanik kriegt den Suppressor. 20.000, meinetwegen. Das Visier ist 30.000 wert. So, haben wir sonst noch was? Therapist können wir gleich das Saliva geben, bevor ich es verbrauche. Task, Burn in. Auf jeden Fall. Und dann ab ins Hideout. So, Workbench und Shooting Range, beides verfügbar, hoffentlich jetzt auch noch. Nee, was braucht denn die Shooting Range? Okay, Bolzen und Muttern. So, die habe ich ja jetzt natürlich verbraucht. Was können wir mit der Workbench machen? Können wir Schrotflinten herstellen? Nee. Also zumindest noch nicht. Wir können aber Gas Analyzer herstellen. Die braucht man, sobald wir dieser Levers abgegeben haben, auf jeden Fall. Interessant, dass wir noch keine gefunden haben. Kultist Circle. Ach stimmt, das ist das Neue. Wir können Sachen sacrificen. Je wertvoller, umso besser. Was habe ich denn für Zeug? Da hätte man die Kätzchen reintun können. Ja, die Comtech mag ich eh nicht, den Helm mag ich nicht. Was mag ich sonst noch nicht? Eine ungemottete M4 ist schwierig. Ja, die Brillen können sie haben. Nee, das ist nicht wertvoll genug. Hier, das ist nicht found in Raid. Können sie gerne behalten. Das ist auch nicht vor... Achso, das ist ein Schlüssel, den behalte ich. Boah. Auf Nimmerwiedersehen. Okay. Der arbeitet anscheinend. Gefällt mir. Na gut. Dann würde ich sagen, rüsten wir uns nochmal aus. Unload. Wo sind sie denn? Hier oben. Ich weiß, das ist immer noch ein Saustall. Es wird irgendwann besser. Noch nicht unbedingt demnächst, aber irgendwann. So. Hoffentlich hat die nie Ladehemmung. Ah, der Helm ist eh scheiße. Armor Class 1. Der ist nur Deko an dem Punkt. So, SP. Und jetzt haben wir nichts, was heilt. Doch Kardok haben wir unten. Dann brauchen wir Käse. Käse. Bandage. Oh mein Gott. Wir müssen OCMS, habe ich gar nicht. Ah. Was soll's. Ja. Also gut gerüstet sieht anders aus. Aber wir wären wieder soweit. Was macht man als nächstes? Schau mal kurz auf die Tasks. Ah, die Schrotflinten ist ja gut.
First Aid Kits, am besten wieder Woods. Und die 3M Body Armor hätten wir beinahe gehabt. Beinahe hätten wir die gehabt. Das ärgert mich immer noch. Ja, aktuell ist keine da. Boah, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich nochmal auf Customs. Ah, dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ich denke, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.